Hi Guys, ich möchte euch heute ermutigen mit Weisheit aus dem Neuen Testament. In seinem Brief an die Epheser schreibt Paulus im Kapitel 5, Vers 20: Dankt Gott, dem Vater, zu jeder Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Dankt Gott, dem Vater, zu jeder Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Und ich möchte euch heute damit ermutigen, auch vielleicht herausfordern. Ich glaube, für manche von euch wird das ein neuer Gedanke sein, dass wir in der Kategorie von Dankbarkeit denken, wenn es um die Corona-Krise geht oder um die Ausgangssperre, die momentan verhindert, dass wir unser Leben einfach wie sonst leben können. Und ich möchte euch heute ermutigen, dennoch dankbar zu sein und auch eine Einstellung von Dankbarkeit zu pflegen in euren Leben. Und wir hören in diesem kleinen Vers, dass wir Gott danken sollen und dass Gott unser Vater ist. Und das heißt, wenn Gott unser Vater ist, dann können wir ihm vertrauen. Wir sind seine Kinder und er liebt uns. Und das heißt an anderer Stelle im Neuen Testament, im Buch von Jakobus, dass weil Gott unser Vater ist, ist er auch der Geber, der ist der Geber von allen guten Gaben. Er ist der Ursprung, er ist die Quelle von allen guten Gaben. Und deshalb können wir auch dieser Zeit, so schwierig und herausfordernd sie auch ist, und ich weiß, dass sie auf vielerlei verschiedene Art und Weise für uns herausfordernd und schwierig ist, und dennoch können wir diese Zeit dankbar aus Gottes Hand nehmen. Er ist unser Vater, wir sind seine Kinder und wir können ihm dafür danken. Und wir tun das im Namen von unserem Herrn Jesus Christus. Wir danken Gott dem Vater im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Und das heißt, auch diese Zeit, auch diese Herausforderung fällt unter die Autorität, unter die Herrschaft von Jesus Christus. Er ist Herr, er regiert darüber, er hat die Kontrolle. Nicht nur das, alles, was wir tun in dieser Zeit, wie wir unseren Mitmenschen dienen, sei es in der Familie zu Hause, sei es bei den Kindern, sei es bei unseren Freunden, sei es bei unseren Mitbewohnern oder bei den Menschen in unserer Nachbarschaft, das tun wir im Namen Jesu für ihn, zu seiner Ehre und zu seiner Herrlichkeit. Also lasst uns dankbar sein. Lasst uns auch der Welt diese Einstellung von Dankbarkeit zeigen. Lasst uns Gott dem Vater danken, lasst uns diese Zeit aus seiner Hand nehmen und lasst uns alles tun zur Ehre von Jesus Christus.